Wir wollen ihn nicht beleidigen, aber das sind Fakten. Also, Mahdi und Isa salamullah alayhi, das sind zwei, die werden zusammenarbeiten, um diesen Dajjal umzubringen. Was interpretieren die Ahmadis? Dajjal. Sie meinen, Dajjal ist alles, was Unglaube ist, wie Amerika, Großbritannien und sowas. Das ist nicht so, wie das beschrieben. Beschrieben ist eine Person, die wird kommen, hat nur ein Auge oder sozusagen das Märchen. Sie sagen, Isra, beziehungsweise Mi'raj und Isra auch, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Jerusalem und von Jerusalem bis zum siebten Himmel, bis zu Arsch al-Rahman gefahren ist, ist Märchen. Der hat geträumt, sagen sie. Das waren Träume von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war nicht in den siebten Himmel. Er war nicht hier in Arsch al-Rahman. Die Muslimen sind dumm, dass sie sowas glauben. Das haben sie verleugnet auch. Wenn wir natürlich lesen in seine Bücher, was wie er das geschrieben hat und wie er das gesagt hat. So. Hier wird das gesagt, wird gesagt, dass er, dass Mahdi und Isa, salamullah alayhima, sie werden zusammenarbeiten, um gegen Dajjal zu kämpfen, ne? Und um ihn umzubringen in Medina. Ne? Medina heißt Lebt in Philistin. Ne? وَكَذَلِكَ يَظْهَرُ قَوْمُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. Dieses Gog und Magog, die werden abgelehnt von den Ahmadiyya. Die sagen, das ist auch ein Märchen. Dieses Volk sind kein anderes Volk als ein Mensch oder als Menschen. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich, aber bloß die sind anders. Also die kämpfen gegen uns und was weiß ich. Also, فَالْمَهْدِي الْمُنْتَظَرْ, das heißt der Mahdi, der erwartete Mahdi, wird durch die Menschen geholfen, die aus dem Osten kommen. Ne? Aus dem Osten. تَكُونْ رَيَاتُهُمْ, so weißt, was sind das für Menschen? Die haben schwarze Fahnen. Die tragen schwarze Fahnen. عَلَى شِبْهِ رَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, das heißt, wie die Fahnen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es kann Sauda, die Raya, die Fahne von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war auch schwarz. Yuqalu lahu al-Uqab, laha al-Uqab, wurde Uqab genannt. Ne? Uqab ist ein Falken, ist ein Vogel, ne? Uqab. فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَشْرِقِ, wenn er aus dem Osten kommt, der Mahdi sallallahu alaihi, وَخَرَجَتْ مَعَهُ الرَّايَاتِ السُّودِ وَيُبَايَعَ لَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ, der wird bei Kaaba, wenn er aus dem Osten rauskommt, und trägt die schwarze Fahnen, ihm wird ein Eidesgeschwur oder Eidesschwur geleistet bei Kaaba. Das heißt, klar, er muss in Kaaba sein, also Mirza war nicht in Kaaba. Das ist die erste Information, dass Mirza Kaaba nie gerochen hat, nie in Kaaba gewesen ist. Das war ein großer Traum von ihm, bei den Arabern zu gehen. Nicht bei Kaaba, die Araber zu besuchen in ihren Ländern. Das hat er auch angegeben in seinem Buch. Gott sei Dank hat er selber geschrieben. Wenn wir nachher auch für viele schöne Sachen finden, das was uns ein bisschen amüsiert, dass Gott mit ihnen auf Englisch geredet hat und einmal auf Urdu, ne? Dass er ihnen einmal sagt, du bist mein Liebling, du bist mein Sohn, ne? Ich faste mit dir, ich faste mit und ich schlafe und ich hungere und das ist ich. Ne? Das werden wir nachher sehen. Als Abwechslung. An Thauban radiallahu anhu قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا رأيتم الرايات السود, Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, wenn ihr die schwarze Fahnen seht, قد أقبلت, woher jetzt kommt? Jetzt kommt das. Wo ist das Osten? Das war nicht Kardian in Indien. Er sagt, قد أقبلت من خراسان. Aus Khorasan. Das ist, wo ist Khorasan jetzt? In Iran. Jetzt wissen wir ungefähr, wer sind die Leute, die Imam Mahdi salamullah alayh helfen werden? Ungefähr. Genauer werden wir wissen, wenn wir ein Hadith aus dem Bukhari rausholen, der folgendes gesagt, als Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers herabsandte und sagt, wenn ihr knauslich Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber werdet,
So Allah subhanahu wa ta'ala wird euch mit ein anderes Volk tauschen. Umar fragt die Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt, welches Volk ist das, ja Rasulullah, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben und die von Allah subhanahu wa ta'ala geliebt werden. Er tat seine Hand auf Salman und sagt, wenn der Religion zwischen Himmel und Erde hängt, werden Menschen oder Männer von seinem Volk das zurückbekommen. Das heißt, am Ende des Tages, wie heute, die Leute, die uns zeigen, wo längst das gehen soll, sind die Menschen, die da aus dieser Ecke kommen, wo Salman, der Perser, gekommen ist. Das sagt Bukhari. Sahih. Da können wir nicht sagen, ich darf experimentieren oder so. Das ist klar und deutlich. Das heißt, aus dieser Ecke werden die Helfer von Imam Mahdi salamullah alayhi rauskommen. So. Hier lesen wir, Ida'aytum rayat al-Sud, wenn ihr die schwarze Fahnen seht, kommend aus Khurasan, fa'tuha, geht dahin zu ihr, zu diesen Fahnen, selbst wenn ihr auf eure Bäuche, auf den Schnee krabbelt oder kriecht, fa'inna fiha, zwischen diesen Fahnen befindet sich die Nachfolgerschaft Gottes. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt in den Koran, inni ja'alu fil ardi khalifa, ich mache auf die Erde ein Khalifa. Wovon Khalifa? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der von Allah redet, ist Adam salamullah alayh. So. Hier wird nochmal erwähnt, dass der Mahdi salamullah alayh ist auch derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala reden wird. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala auf die Erde vertreten wird. Ist der Mahdi salamullah alayh. Er sagt, geht dahin. Wer sagt das? Das sagt wieder nochmal Al-Hakim in seinem Mustadrak und durch diesen Maßstab von Muslim und Bukhari. Das heißt authentisch. So. Ich werde dann ein bisschen zusammenfassen, sagen wir, diese ganze Sache, weil das wird dann nachher hier wiederholt. Das sind schöne, sagen wir, Quellen, die sehr authentisch sind oder authentisch sind, ne, die uns nützen, wenn wir uns mit diesen Menschen diskutieren. An Abdullah ibn al-Harith ibn Juz al-Zubaydi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم hat gesagt يخرج أناس من المشرق فيوطئون للمهدي فيوطئون للمهدي أو يوطئون للمهدي. Das heißt, aus den östlichen Seite oder aus dem Osten werden Männer oder Menschen herauskommen, die für Imam Mahdi salamullah alayh vorbereiten werden. Vorbereiten. Ibn Majah hat das auch erzählt in seinem Sunan, in seinem Titel von Bab Khuruj al-Mahdi, die Erscheinung von Imam Mahdi, in das Buch der Zwietrachten. So, das sind hier die Quellen, sind drin. Auf jeden Fall, hier ist noch was Schönes. Über Rasulullah s.a.w. يَخْرُجُ فِي آخِرْ أُمَّةِ فِي آخِرْ أُمَّةِ. Das heißt, in der Endzeit von meiner Nation kommt Al-Mahdi. Mir ist seit 100 Jahren schon gestorben. 1908 ist er gestorben. So 12 Jahren schon. Also im 12. Jahr sind wir reingegangen. Und nicht in die letzte Zeit. So. يُسْقِيهُ اللَّهُ الْغَيْثِ. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm was zu trinken. وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَيُعْطَى الْمَالَ أَوْ يُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةَ. Das heißt, so viel Segen reicht, so viel Segen wird stattfinden in seiner Zeit. Dass das Vieh wird sich vermehren und das Geld wird sich vermehren. Das heißt, überall Segen wird sich befinden nach seiner Erscheinung von Imam Mahdi salamullah alayhi. وَتَعْضُمُ الْأُمَّةِ. Die Umma, die Nation wird großartig werden. Wo ist die Umma heute? Was ist mit unserer Umma passiert? Ist sie großartig, nachdem dieser Mahdi gekommen ist? Wie viele Muslime wurden umgebracht? Wie viele Frauen von unseren Frauen wurden vergewaltigt? Und jedes Jahr und jede Zeit erleben wir diese Erniedrigung von den Gegnern von den Muslimen. Das heißt, der Mahdi salamullah alayhi, den wir erwarten, ist noch nicht gekommen. Weil wenn er gekommen wäre, dann hätte sich das erfüllt. Das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier angibt. Das lesen wir auch in Al-Hakim,
in seinem Mustadrak und er sagt nochmal, dass das Sahih ist, laut Maßstab von Bukhari und Muslim.